Hey Leute, alles klar bei euch? Hier ist der Christian und ich freue mich ganz herzlich, euch wieder bei meinen Quick-Tipps begrüßen zu dürfen. Und heute geht es um das Augenglanz in einem Bild, beziehungsweise in den Augen des Models. Und ja, ich möchte euch heute ganz gerne zeigen, wie das geht. Es ist ganz einfach, geht ganz fix und ja. Man muss ein bisschen aufpassen dabei, ja, denn beim Augenglanz ist es halt so, dass die Augen ziemlich schnell zombiehaft aussehen könnten. Und ja, da muss man dann halt immer mal ein bisschen gucken. Ich zoome jetzt hier einfach mal ran, so auf ruhig auf 100%. Und hier haben wir ein schönes Bild von der Steffi, von meiner Steffi. Das ist quasi mein Haus- und Hofmodel. Und ja. Ich dupliziere die Hintergrundebene mit Steuerung und J, beziehungsweise Command und J auf dem Mac, weil auf dieser Ebene hätte ich ganz gerne meinen Augenglanz. Ich werde die Hintergrundebene auch noch umbenennen. Augenglanz. So, und den Effekt, die Gradationskurve, die wir jetzt hier oben benutzen, die wird sich dann auf diese Ebene, wird die sich dann übertragen. So, wir machen das jetzt. Und dann werden wir hier die Werte eine schöne S-Kurve erzeugen. Wir gehen hier ein bisschen nach oben, hier unten ein bisschen nach oben. Und wenn ihr darauf geachtet habt, dann seht ihr, dass der Rand der Iris sich etwas abdunkelt und der innere Bereich wird etwas klarer und besser zu sehen. So kann man das jetzt natürlich nicht lassen. Das heißt, wir haben hier automatisch eine Maske, die invertieren wir mit Command und I. Nehmen den kompletten Effekt wieder zurück, dann werden wir uns einen Pinsel nehmen, die Vordergrundfarbe weiß werden wir auswählen und wir werden hier mit einem relativ kleinen Pinsel in unser Bild malen. So, nochmal. Wir gehen hier, ich gehe auch meistens nur in dem unteren Bereich, im unteren Randbereich gehe ich einfach nur entlang, das reicht völlig. Und da haben wir dann schon unseren Glanz und unsere, ja, Sonne im Bild. Die Sonne reflektiert sich hier ein bisschen in den Augen, von daher passt das ziemlich gut, vorher, nachher. Das finde ich jetzt immer noch natürlich sehr zombiehaft, wenn wir jetzt gerade mal ein bisschen rauszoomen. Also das ist immer noch zu stark, ne? Deswegen nehmen wir hier jetzt einfach mal die Deckkraft zurück. Ich gehe immer dabei auf 0 und dann ziehe ich hoch, bis mir das Ergebnis ungefähr gefällt und ja, so bei 20% bleibe ich dann da stehen. Kurz vorher, nachher. Na, es ist nicht zu stark, denn nichtsdestotrotz hat sie dennoch den Glanz in den Augen. Und ja, so gefällt mir das Ergebnis dann doch schon deutlich besser. Ja, nochmal vorher, nachher. Man sieht es nicht zu viel, nichtsdestotrotz die Augen glänzen. Ja. Das war es dann eigentlich auch schon. Das ist das große Geheimnis, was eigentlich gar kein großes Geheimnis ist, die Augen ein bisschen zum Leuchten zu bringen. Ja, ich hoffe, euch hat der kleine Quick-Tipp gefallen. So funktioniert das. Wenn dem so ist, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Diesmal leider oder in Anführungsstrichen leider ein kleinerer Quick-Tipp, der nicht über 10, 15 Minuten geht. Denn es soll ja auch schließlich ein Quick-Tipp sein. Quick-Tipps sollen gehen schnell, mal eben kurz. Und ja, nichtsdestotrotz hoffe ich, das hat euch gefallen zuzugucken. Ich hoffe, euch hilft es ein bisschen bei euren Bildern. Und ja, wie gesagt, abonniert den Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert das Video, ob euch das gefallen hat oder nicht. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr das Video auf Facebook teilt. Ja, und beim nächsten Mal, beim nächsten Quick-Tipp, am nächsten Mittwoch werden wir dann hier uns um das Zahnweiß kümmern. Da zeige ich euch dann, wie man die Zähne ein bisschen aufhält, aber nicht so, dass es halt künstlich aussieht. Und ja, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mittwoch. Macht's gut, euer Christian.